Name ist Dorian Soda, bin 18 Jahre alt und bin im zweiten Lehrjahr im KWP. Dadurch, dass ich eher nicht mehr den schulischen Zweig machen wollte, habe ich halt logischerweise nach einer Lehre gesucht. Und dann bin ich halt aufs KWP gestoßen und es hat sich sehr, naja, wie soll ich sagen, es hat sich toll angehört, alles, die ganzen Sachen auch über die ganzen Lehrlingförderungen etc. Und da habe ich gedacht, bewerbe ich mich schon mal hier. Also ich bin hauptsächlich im First Level Support unterwegs, sprich, das heißt, wenn wir Tickets reinbekommen von den Mitarbeitern, bearbeite ich sie oder schicke ich weiter. Und bin auch tätig in Lagerverwaltung, das heißt, dass wir schauen, ob wir noch genügend Sachen haben oder ob wir was nachbestellen müssen und mache halt den ganzen zentralen Außendienst, beziehungsweise auch mit meinen Kollegen mit in den Häusern. Also wenn ich fertig bin mit der Lehre hier im KWP, hätte ich schon vor, hier noch zu bleiben, aber auf jeden Fall möchte ich auch mein Hobby von Videobearbeitung ein bisschen rein investieren, aber auf jeden Fall mal hier im KWP bleiben, weil mir gefällt es hier sehr. Also zum Beispiel dadurch, dass ich halt logischerweise auf einer gewissen Art und Weise technisch begabt bin, kommen halt oft Freunde zu mir und sagen, ja, Dorian, kannst du es nicht einmal kurz anschauen, mein Rechner geht schon wieder nicht oder ich habe irgendwie Probleme oder möchte meinen PC aufrüsten oder das dumme Telefon funktioniert schon wieder mal nicht, ob ich es mir nicht kurz anschauen kann. Und dann bin ich natürlich sehr hilfsbereit und sage, ja, ich schaue es mir kurz an, kein Ding. Und ja, die Kollegen und Kolleginnen sind super nett und auch sehr hilfsbereit und engagiert. Und ja, ich komme mit denen eigentlich super aus. Also die Vorteile sind zum Beispiel, dass wir jedes Jahr einen Lehrlingstag haben. Das heißt, es kommen alle Lehrlinge von ganz KWP zusammen und verbringen halt den ganzen Tag miteinander, wo es auch kleine Spiele dann dabei gibt. Dann gibt es auch wiederum den Praxischeck. Der ist dafür da, dass man halt sein Wissen abgleicht untereinander, wo es dann auch Preise zum Gewinnen gibt. Was aber auch zum Beispiel sehr toll ist, dass die Lehrlinge hier im KWP kostenlos essen dürfen. Das heißt, wir kriegen immer kostenlos gratis Mahlzeiten am Nachmittag. Und es sind auch sehr viele Seminarkurse, die wir belegen miteinander, die uns helfen, halt unseren Alltag ein bisschen zu verstehen oder wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Natürlich haben wir auch Lehrlingscoaches, die uns unterstützen, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit Auszubildenden, whatever. Und es gibt auch Prämien, also Jahresprämien im Sinne von, wenn man ein gutes oder sehr guten Erfolg hat in der Schule, dass man halt einen gewissen Prämie bekommt dafür, was auch nicht in jeder Firma gibt, somit nicht. Unser Marktplatz, da kann man immer frisch einkaufen. Für die Bewohner ist es, da werden die Sachen in der Küche frisch zubereitet. Zum Beispiel die Topfenstrudel, Apfelstrudel, wenn es gibt. Und es gibt Obst, es gibt Kuchen, es gibt Milch, es gibt Pepsi, Fanta, alles Mögliche. Und da kann man jederzeit was einkaufen. Und die Sachen, die man backen kann, kann man in der Küche zubereiten. Und das wird frisch zubereitet halt, jeden Tag. Zum Beispiel die Strudel werden immer jeden Tag frisch zubereitet für die Bewohner, damit knusprig, gut und lecker sind. Ja, ich heiße Mohamed Zarwari, komme aus Afghanistan, wohne im 21. Bezirk, bin im Haus Leopoldau im ersten Lehrjahr. Ich war in der Schule, FMS, da habe ich meine Lehrerin nachgefragt, wo gibt es halt Lehrstellen frei. Und sie hat mir die Stelle angeboten und ich habe mich sofort beworben und habe sogar zweimal Praktikum gemacht im Haus Edlersdorf. Und das hat mir sehr gut gefallen einfach, von Atmosphäre und so. Ja, ich habe eigentlich vor, dass ich ein eigenes Restaurant aufmachen kann. Und ja, zusammen mit afghanische und österreichische gemischt ein Restaurant aufmachen. Wenn es gut klappt, dann mache ich weitere. Ich koche alles. Was ich am liebsten mag, ist Nudeln. Mit dem koche ich am meisten, also zu Hause, auch im Betrieb. Aber ansonsten koche ich immer gern alles. Ich probiere immer Neues aus, was man halt nicht ausprobieren kann, aber ich probiere es trotzdem aus, weil
mir einfach Spaß macht. Ich experimentiere mit Gerichten und so. Bei uns im KWP, die haben einmal im Jahr einen Praxischeck, das nennt man so. Das werden auch Praxis überprüft, ob man im Betrieb was lernt, auch Theorie. Und wir haben auch so eine Website, wo man sich einloggen kann und die Sachen einschreiben kann, was man jeden Tag macht. Zum Beispiel, wie man eine Rindsuppe zustellt und bla bla bla. Es gibt vom Verband der Köche einen Wettbewerb, das heißt Duell der Jungköche. Das ist halt Jungköche da. Die haben circa eine Stunde Zeit, 45 Minuten. Da muss man von drei Sachen irgendwas herauszaubern. Und ja, das wird sogar von KWP unterstützt. Und wir haben sogar einen Trainer, der heißt Mike Schneider. Der ist unser Trainer für das alles und er bereitet uns davor und was wir halt alles brauchen. Man kann ihn jederzeit erreichen, er ist immer gut drauf. Und ja, was ich über mich sagen kann, da habe ich beim Duell der Jungköche mitgemacht, weil bin im Essen leer, war nicht so gut vorbereitet, wie ich mir gedacht habe, aber trotzdem habe ich den ersten Platz geholt. Ja, und danach war ich in Klagenfurt, dort habe ich auch aufgetreten, dann habe ich in ganz Österreich den fünften Platz gemacht. Und ja, also wir haben sogar im KWP eine Lehrlings-App und da stehen Fragen über Lehrlinge, halt übers Kochen, was halt dazugehört, wie man eine Rindsuppe macht oder was weiß ich. Und das sind Fragen. Und da kann man beantworten, man kann immer Stufen, Grenzen, ob das schwer ist oder leicht ist. Die Arbeitszeiten hier in KWP ist auch sehr schön, weil da arbeitet man nicht sehr viel und man macht als Lehrling hier keine Überstunden, im ersten Lehrjahr vor allem. Und im ersten Lehrjahr hat man die Wochenende frei und das finde ich am besten. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und ernähre mich gut. Ja, was ich noch sagen kann, ist, bei KWP zu arbeiten ist sehr schön, weil es gibt die beste Ausbildung in ganz Wien, also Koch, gibt es in ganz Wien im KWP. Und ja, man kann viel lernen, es gibt sehr viele Seminare, es gibt zum Beispiel Ausflüge für die Lehrlinge, es gibt wenn man so sagt, Projektwochen, das ist eher heuer gekommen. Man fährt eine Woche weg, aber das zählt als Arbeitszeiten. Hallo, ich bin Julia Beck, ich bin Bürolehrling im zweiten Lehrjahr. Ich habe zweimal die Woche Schule, da bin ich dienstags und donnerstags, auch von 7.30 Uhr bis 15.15 Uhr. Arbeiten tue ich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Also Montag, Mittwoch und Freitag. Meine Aufgaben im KWP sind an der Rezeption sitzen, aber auch ziemlich viel im Büro. Ziemlich viel mit den Bewohnern habe ich zu tun. Warum ich im KWP arbeite, ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte immer einen sozialen Weg gehen und da ich mir das nicht ermöglichen konnte, bin ich ins KWP gegangen, einfach weil man da auch ziemlich viel mit Bewohnern zu tun hat. Sie kommen halt doch auch zu einem, wenn sie Hilfe brauchen. Und es ist einfach schön, wenn man dann das Lächeln im Gesicht der Bewohner sieht, weil sie dir echt ihre Dankbarkeit zeigen. Am Anfang war es echt schwer reinzufinden, einfach weil das Berufsleben und das Schulleben ist einfach ganz was anderes. Und da muss man sich erstmal reinfinden, sage ich, aber wenn man erstmal drin ist, dann gehört man eigentlich richtig zum Team dazu und das ist eigentlich was ganz Schönes. Zukunftspläne nicht so richtig, ich will auf jeden Fall im KWP bleiben, weil die Arbeit mir sehr gut gefällt. Was genau ich machen werde, weiß ich noch nicht, aber im KWP bleibe ich auf jeden Fall. Ja, also es ist schon schwer, weil du kommst wohin, die Leute sind vielleicht
nicht so gut im Hören wie du. Man muss sich darauf abstimmen, man muss damit klarkommen, dass man irgendwie selbst das Gefühl hat, man schreit die Leute an, obwohl es ja gar nicht so ist. Aber wenn man sich an das gewöhnt, dann geht das auch relativ gut nach einer Zeit. Ja, es ist okay, es ist halt auch wieder was ganz was anderes, weil in der Schule hatte man ja dann doch um 12 aus und... Aber auch an das gewöhnt man sich und es ist auch viel besser für mich jetzt im Arbeitsleben, weil ich mein eigenes Geld verdiene, ich kann mir meine eigenen Sachen kaufen und bin halt nicht mehr so angewiesen wie früher. Ja, im ersten Lehrjahr war ich in der Clubzentrale, im 16. Da habe ich dann halt eher die Sachen hinter den Kulissen angeschaut ein bisschen, weil da geht es halt die meiste Zeit um die Clubs, auch um die externen. Und im zweiten Lehrjahr war ich im Haus Tamariske, im 22. Mhm. Es ist einfach eine schöne Erfahrung, weil durch die Rotation man lernt neue Menschen kennen und man lernt auch, wie man sich in ein Team reinfindet und das gefällt mir sehr gut. Mir macht die Arbeit sehr Spaß, auch das frühe Aufstehen ist okay, weil dadurch, dass wir halt so früh aufstehen, haben wir früher aus, das ist ganz in Ordnung, hat man noch mehr vom Tag. Sonst, die Arbeit ist abwechslungsreich, man kann viel machen, man lernt viel dazu, auch im dritten Lehrjahr jetzt immer jeden Tag was Neues lernen und das ist das Wichtige, glaube ich, bei einer guten Lehre und das alles passt und dass alle Spaß dran haben. Das habe ich. Zukunftspläne, naja, ja, jein, mal, also was neu ist bei mir bei den Plänen ist, dass ich in der Gastronomie bleiben will, weil mir eben das Kochen so sehr Spaß macht. Und sonst schaue ich, wo mich der Wind hinträgt. Ich bin die Alina Kröss, ich arbeite im Haus Heidehof als Bürolehrling und ich bin jetzt im ersten Lehrjahr. Ich habe eigentlich noch nicht gewusst, was für einen Lehrberuf ich machen will, aber meine Mama macht auch im Büro, eben als Bürokauffrau und da habe ich mir gedacht, ich versuche es auch mal. Habe ich im Internet das KBP gefunden. Es hat mich sehr angesprochen, weil es halt sehr soziales Unternehmen ist. Und dann habe ich mich einfach beworben und bin dann genommen worden. Ich hatte eigentlich vor nur in einem normalen Büro, aber das gefällt mir viel besser. Also ich weiß jetzt, dass ich dann nach der Lehre nicht nur im Büro sitzen will, sondern eben so Rezeption und so, dass ich auch mit Menschen Kontakt habe, direkt. Ja, also es gibt sehr viele Seminare für uns Bürolehrlinge. Also jetzt im ersten Lehrjahr hatten wir, weiß ich nicht, vielleicht 8 Seminare oder so insgesamt. Also eben einfach für die Arbeit, Fachseminare einfach, wo wir eben Programme kennenlernen. Und aber auch so Teambuilding-Seminare, damit wir untereinander, die Lehrlinge, damit wir gut auskommen und so. Also es waren viele Ausbilder da, alle Lehrlinge und da gab es so Spielstationen, verschiedene, also wir wurden so in Gruppen eingeteilt, eben mit Leuten, die wir nicht kennen und dann haben wir halt so viele verschiedene Spielstationen durchgemacht und ja, es war sehr lustig. Oder Essen, Blindverkostung, das war auch dabei, also das war auch lustig.